Auf dem Hunsrück in der Nähe von Simmern liegt Dickenschied. Hier baute man Flachs bis zum Zweiten Weltkrieg, teilweise auch noch in der Nachkriegszeit an und verarbeitete ihn zu Leinen. So blieben Kenntnisse über die bäuerliche Leinenproduktion erhalten, die andernorts bereits vergessen sind. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts besaß die Leinenweberei in den rheinischen Mittelgebirgen große Bedeutung. Sie wurde vor allem im Nebenerwerb betrieben. Die bäuerliche Weberei diente meist der Eigenversorgung mit Leinen. Die vorbereitenden Arbeiten zum Weben sind sehr zeitaufwendig und erfordern große Kenntnis und Sorgfalt. Auf dem Hof Kirchbergstraße 27 werden diese Tätigkeiten für den Film noch einmal demonstriert. Wilhelm Mosel und Otto Kloß können sich erinnern, wie zu ihrer Kindheit und auch noch bis zum Zweiten Weltkrieg in Dickenschied gewebt wurde. Beide zeigen hier den ersten von mehreren Arbeitsgängen der Leinenproduktion. Das Herstellen der Kettfäden. Das Scheren oder Zetteln der Kette, auf dem Hunsrück als Zierlen bezeichnet, erfolgte entweder bei gutem Wetter draußen, in der Scheune oder in einem großen Raum. Hier geschieht es in der Werkstatt, der Bosselkammer, die auch als Webkammer genutzt wird. Als Kette bezeichnet man die gleich langen parallelen Fäden, die auf den Webstuhl gespannt werden. Das benötigte Leinengarn ist auf großen Holzspulen gewickelt. Jede Spule kann bis zu 2000 Meter Garn aufnehmen. Es ist in mühevoller Winterarbeit mit dem Spinnrad gesponnen worden. Die Spulen werden mit Drahtstiften auf das Spulengatter gesteckt. Hoffentlich kommen wir aus damit. Oder was meinst du? Langfahrt 20 Öle. Die Arbeiten, die mit der Leinenweberei zusammenhingen, wie Garnspinnen, Kettscheren und Spulen, sowie das Weben selbst, erfolgten im bäuerlichen Betrieb meist im Herbst und Winter, wenn die Feldarbeit ruhte. Die Anzahl der benötigten Spulen richtet sich nach der Dichte des zukünftigen Gewebes. Für einen einfachen Leinenstoff, wie er hier hergestellt werden soll, sind mindestens 20 Spulen notwendig. So, da langsam mal das Rispelbrett und das tun wir infassen. So, die erste Faden drin. Das ist arisch fein, das da. Wer hat das eigentlich gesponnen? Die Schwiegermutter. Ah? Schön, egal ist das gesponnen auch. Und meine Mutter hat auch noch gesponnen, ja. Das ist 30 Jahre alt, ungefähr. Mit dem Inref-Brett, dem Scherbrett, wird die parallele Führung der einzelnen Fäden erreicht. Warte, ich zieh noch an, lass halt fest so. So. Sind ein bisschen eng da zusammen. Ja, okay. Das Leinengarn jeder Spule wird separat durch je eine Öffnung im Scherbrett gezogen. Auf diese Weise vermeidet man das Verwirren des Garns. Der ist gerade so eingeführt. So, hier auf der Seite. Gut. Sind alle Fäden durchgezogen, knotet Wilhelm Mosel die Fadenschar zusammen. Er steckt den Knoten an die Scherkrone, auch Zettel- oder Zielkrone genannt. Es handelt sich um ein hohes, drehbares Holzgestell. Jetzt muss das Fadenkreuz gebildet werden. Mit Zeigefinger und Daumen teilt der Weber die Fadenschar in zwei Hälften. So.
Das Fadenkreuz wird auf zwei Holzzapfen aufgesteckt. Otto Kloß setzt das Kronengestell nun im Uhrzeigersinn in Bewegung. Die Fadenschar wickelt sich langsam auf. Dabei führt Wilhelm Mosel das Garn nach unten. Die Zahl der Umdrehungen richtet sich nach der gewünschten Länge des Gewebes. Der Umfang der Krone beträgt in diesem Fall 5 Ellen, ca. 3,35 Meter. Für ein 13,5 Meter langes Tuch sind also 4 Umdrehungen notwendig. Am unteren Ende der Krone angekommen, wird das Fadenbündel um einen Holzzapfen geschlungen. Otto Kloß dreht das Gestell jetzt im Gegenuhrzeigersinn und der Weber führt das Garn langsam wieder nach oben. Die nach dem einmaligen Herunter- und Herauffahren nun nebeneinander liegenden 40 Fäden werden als Gang bezeichnet. Sie besitzen alle die Länge des späteren Gewebes. Der Vorgang wiederholt sich nun mehrere Male. An den Kanten der Krone wird die Schar immer abwechselnd etwas höher oder tiefer als der vorherige Gang angesetzt. Würde man nämlich einen Gang auf den anderen drehen, hätten die zuletzt gescherten äußeren Fäden eine größere Länge als die innenliegenden. Jedes Mal bildet der Weber oben das Fadenkreuz mit den Fingern. Stammhalle. Beim Wenden muss auf gleichmäßige Spannung der Fäden geachtet werden. So, Spannung. Der Begriff Scheren leitet sich von der Fadenschar ab, die hier auf die Krone gewickelt wird. Er hat also nichts mit dem Tuchscheren zu tun, bei dem man mit großen Metallscheren die feinen abstehenden Haare auf der Oberfläche der fertig gewebten Wolltücher entfernte. Den fertigen Gang markiert Otto Kloß mit Kreide. Bei sehr breiten oder feinen Geweben mit mehreren tausend Kettfäden musste die Kette in zwei oder drei Arbeitsgängen hergestellt werden, da das Garn nicht auf einmal auf die Scherkrone passte. Bei einfachem Leinengewebe für den Hausgebrauch wie hier reichte ein Schergang normalerweise aus. Die Zahl der Gänge richtet sich nach dem Webstuhlgeschirr und der Breite des Gewebes. Hier wird für ein 36er Geschirr gezettelt, also 36 Gänge zu je 40 Fäden hergestellt. Die Kette wird somit 1440 Fäden umfassen. Beim Drehen wird sorgfältig darauf geachtet, dass die Fäden gleichmäßig gespannt bleiben und sich nicht verwirren. Jeder Fadenbruch muss sofort behoben werden. Dies geschieht mit Hilfe des Weberknotens. So, weiter drehen. Unten, oben, unten, oben, unten, oben. Und dann oben schneller. Oben, oben, oben. Am Kettende
wird ein Kontrollriemen nach jeweils 5 Gängen eingelegt. Das erleichtert das Zählen und die Kontrolle beim Scheren. So, weiter. Ja, halt, Spule ist leer. Sobald eine Spule leer ist, müssen die Männer neues Garn mit dem Spulrad aufwickeln. Mit der rechten Hand dreht Otto Kloß das Antriebsrad, mit der linken führt er den Faden gleichmäßig auf die Spule. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich in der Lohnweberei ein eigener Berufszweig, der das Kettscheren in der Manufaktur bzw. Fabrik des Unternehmers durchführte. Der Lohnweber holte sich die Kette ab und brachte das fertige Tuch zum Fabrikanten. In der bäuerlichen Leinenproduktion stellte meist der Weber selbst die Kette her. Zeigefinger, Daumen. 36. Der Weber prüft die Anzahl der Gänge. Die erforderlichen 36 sind aufgewickelt. 36. Okay, ein bisschen festhalten. Zielgrund, ein bisschen festhalten. Nach Bildung des Fadenkreuzes schneidet Wilhelm Mosel die Fäden ab und knotet die obere und untere Hälfte zusammen. So, jetzt wird das fertig zum Abnehmen. Das ist die Holster. In die Schlaufen des Fadenkreuzes führt er eine Kordel ein. Auf diese Weise bleibt die Aufteilung des Garns in eine obere und untere Hälfte auch nach dem Abnehmen der Kette von der Scherkrone erhalten. Das ist wichtig, weil später im Webstuhl genau die Hälfte des Garns durch einen Schaft, die andere Hälfte durch den zweiten Schaft gezogen wird. Auf diese Weise lässt sich die einfache Leinenbindung, das Fadenmuster des Gewebes, bei dem die Fäden abwechselnd mal oben, mal unten verlaufen, herstellen. Auch am Kettende wird ein Faden eingelegt. So, da kommen wir daher, an der Rektor. Und dann mal hoch. Um die stramm sitzende Kette von der Krone abwickeln zu können, müssen die Männer die obere Querleiste abnehmen. Alle zum Scheren notwendigen Geräte, wie Spulengatter, Scherbrett und Krone, wurden früher von Dorfschreinern hergestellt. Da sie einfach konstruiert sind, konnte der Weber Reparaturen am Gerät meist selbst vornehmen. Festgebunden, festgewachsen. So, ist jetzt das da. So.
So, die 14. Ist ja ziemlich auf Zug gehalten, oder? Jetzt, ja, ja. Das Ding ist da. Ist langsam. Oder? Der Weber wickelt das Garn langsam ab und flicht es dabei zu einem kettenartigen Zopf zusammen. Dabei muss er darauf achten, dass sich die Fäden nicht verwirren oder verknoten. Von dieser Art des Abnehmens hat die Kette ihren Namen erhalten. Durch das Flechten verkürzt sich die über 10 Meter lange Kette um ein Drittel. So, hat er noch ein bisschen festgehalten. Die wird ja ganz schön so. Klappt ja prima fest. So, jetzt der Rest noch. So. Wunderbar. Warte. So. Um Platz zum Aufstellen des Webstuhls zu gewinnen, muss das sperrige Kronengestell nach Gebrauch beiseite gestellt werden. Otto Kloß zieht das überschüssige Garn aus dem Scherbrett heraus und wickelt es auf die Spulen zurück. Es verbleibt auf den Kettspulen entweder bis zum nächsten Schervorgang oder wird für das spätere Weben mit dem Spulrad auf kleinere Schussspulen gewickelt. Otto Kloß stellt das Spulengatter bis zum nächsten Gebrauch ebenfalls zur Seite. Damit ist der erste Arbeitsschritt für den Weber abgeschlossen.